Hi und herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations. Wir sitzen hier immer noch in dem Ausrüstungsdock der Paraniden und haben gerade unser Schiff etwas aufgerüstet. Ich habe nur den Docking-Computer getauscht, somit haben wir noch relativ viel Geld. Ich würde gern eigentlich ein Schiff kaufen noch, würde aber auch... Oh, gucken wir mal kurz erstmal nach Versorgungsgüter bergen und große Ressourcenvorkommen suchen. Nötigt Ressourcensonde. Finde Erz in Dreieinigkeit. Ja, auch ganz interessant. Dreieinigkeit. Okay, das nehme ich mal an. Würde ich gerne mal machen. Ist mal was Neues. Gucken mal kurz hier. Was soll denn das sein? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Okay, das heißt, wir docken einmal ab. Ich drehe mich hier mal rum und wir boosten da raus. Baller. Ja. Okay, alles klar, da sind wir. Wir lassen den mal so, wie er gerade fliegt. Ich müsste mal gucken. Hier ist es. Okay, da drüben müssen wir also hin. Dann gebe ich mal das ein. Der soll schon mal den Autopiloten anmachen. Und in der Zwischenzeit schaue ich mal, was hier der Kollege hier oben fabriziert. Der sollte jetzt ja gleich hier andocken. Wenn wir mal den Handelsfilter ausschalten, dann sehe ich das ein bisschen besser. Sollte jetzt ja da Sachen einkaufen. Okay. Mach mal den Reisemodus hier trotzdem an. Da oben stellen wir eine Sonde auf. Da könnten wir auch noch eine hinstellen. Gucken wir mal. Der hat ja jetzt hier einen guten... Wieso kann ich das denn jetzt nicht ordentlich auswählen? Achso, weil ich nicht drinne sitze. Okay. Kann aber mal gucken. Der Typ nämlich. Informationen. Hat doch einen Piloten drinne. Ein Hilfspilot nämlich. Und der ist aber... Er ist immerhin Dreierpilot. Weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist. Egal, wir fliegen aber dahin, weil woanders sehe ich jetzt hier nicht groß Möglichkeiten, eine Sonde aufzustellen. Mal gucken. Okay, das ist ja schon markiert. Okay, ich fliege dahin, stelle da eine Sonde auf. Das sollte mir 80.000 Credits bringen. Aber ich muss auch mal schauen, denn der Typ hier sollte doch jetzt eigentlich schon... 8. Er hat immer noch nicht genügend Medikamente. Er hat hier also noch nicht gekauft. Der auch merkwürdig ist. Warum denn? Sollte doch eigentlich sein Auftrag sein, oder? Andocken, Handel durchführen. Autopilot ausgeschaltet. Okay. Gut, kümmern wir uns mal um unseren Kram hier und lassen den oben nochmal handeln. Und fliegen mal daran. So, Reisetriebwerk lädt. Das ist gut. Verdammt, mein Tee ist alle. Dann switchen wir hier mal kurz um. Ah, und trinken einen kleinen Schluck, genau. Super, wir müssen gucken. Uiuiui. Hier sind aber ein bisschen viele Asteroiden. Okay. So, okay, okay. Stopp. Wollen wir den... Ich werfe den einfach mal aus hier. Aufstellen, Ressourcensonde. Sonde hat unzureichende Ressourcen entdeckt. Unzureichend? Na, dann fliegen wir noch darüber, würde ich sagen. Dahin. Autopilot an. Eingeschaltet. Ich guck mal nach unserem... Was hat er denn jetzt hin? Ach, der Geier. Dann bin ich blöd. Wo ist er denn? Ist er nicht hier an Bord gewesen oder so? Okay.
Gut, ich check den mal. Informationen. Ausrüstung. Der hat jetzt 2000 Medikamente an Bord. Ich mach hier mal Handelsteil auf. 116. Schiffswerft. Raumdock. Was hier unten mit dem Teil? Waren Einkauf 115. Waren's? Waren Einkauf 116. Das war da. Da auch. Okay, da kann ich aber auch was verkaufen. Okay. Fangen wir mal da an. Handeln mit. Tätigen. Lassen wir den da mal handeln und wir fliegen weiter zu diesem Punkt und setzen eine zweite Ressourcensonde. Gucken wir mal, ob das klappt. Oder hat die nicht genügend aufgedeckt? Wollen wir hier einfach mal eine rauswerfen? Autopilot ausgeschaltet. Sonde hat unzureichende Sachen. 1,1, beide. So, ich drücke mal auf Mission auf aktiv setzen. Okay. Müsste ich ja die Sonden eigentlich einsammeln, oder? Oder ich müsste da mal hin. Mitte. Das wäre auch noch eine Idee. Wir machen das mal kurz. Wir fliegen da nochmal in die Mitte. Setz da eine Sonde ab. Wir können hier natürlich auch mal uns umgucken. Ob wir hier noch einen Kristall oder so sehen, rechts oder links. Schwören können, dass ich vorhin halt einen hatte. War gerade doch, doch irgendwas grün geblinkt gerade, oder? Ja. Aber das ist, glaube ich, was anderes. Ja, so, dann setzen wir die jetzt hier aus. Aber die trifft es auch noch nicht. Okay. Dann markiere ich mir da drüben das Leitsystem und sage Autopilot eingeschaltet. Sage die einsammeln. War so vielleicht Mist. Ups, falsche Taste. Autopilot ausgeschaltet. Das reicht hier anscheinend nicht, die Sonden. Auch nichts drauf. Da sind Einzelteile. Vielleicht sollten wir uns dann mal einen Schürfer kaufen. Wir haben ja jetzt eigentlich genug, genug Geld. Da hinten eigentlich hier. Unten rechts ist eine Station. Ja, okay, ist korrekt. Gucken wir mal, dass wir Raumsonde hier unten dann deaktivieren. Ist deaktiviert, sind aber trotzdem dran vorbeigeflogen. Hoppala. Jetzt haben wir sie. So, das gleiche machen wir, glaube ich, einfach mal bei der. Ach, aber das gefällt mir auch noch nicht so richtig. Was bist du hier für ein Typ? Eisschürfer. Okay. Sowas will ich gern haben. Also wahrscheinlich hätte ich, glaube ich, am liebsten so eine Art Heliumschürfer. Oder vielleicht auch einen, der Silizium abbaut. Das wäre natürlich auch ganz praktisch. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht genau, was die Teile für einen Radius haben. So, jetzt müssen wir mal kurz hier schauen, dass wir die einsammeln. Könnte ja auch besser funktionieren. Wir haben leider nicht so viele.
Stopp. So, okay, erstmal deaktivieren. So, eingesammelt. Das reicht hier anscheinend nicht. Frage ist, hier unten gibt es doch auch noch ein Gebiet. Und Mineralregion, Gasregion und Mineral- und Gasregion. Klick da mal hin. Leitsystem aktivieren. Autopilot eingeschaltet. Geh mal auf die Mission und guck hier nochmal rein. Erz und Silizium. Was ist das? Das Blau? Gas. Hier eigentlich keinen anderen Raum, oder? Es sind die beiden. Wir könnten also uns theoretisch mal, eigentlich mit dem hier, Aufklärer. Wollen wir den eigentlich mal, würde den gerne mal zur Station schicken. Ja. Kann er auch nicht einsammeln oder so anscheinend. Ich schick den mal hier hin. Docke an. So. Hat er erstmal einen Moment was zu tun. Dass der aber auch nicht besser wird, nervt mich tierisch. Hätte er hier eigentlich einen Piloten drin. Aber der wird einfach nicht besser. Unten hat er noch eine Crew drinne. Macht alles keinen Sinn. Okay, nächster Step. Wir probieren das da unten mal aus mit der Erdsonde. Und ansonsten müssten wir hier nochmal erkunden. So, was ist mit unserem Transporter? Der hier oben jetzt schon, nee, der ist noch beim Undock-Vorgang. Der Geier. Der hat aber anscheinend einen guten Piloten. Aber das ist ja eigentlich auch ganz, also das ist okay so. Soll er eigentlich auch haben. Vollständige Crew. Den lassen wir mal einfach so fliegen. Crew schalte ich mal aus. Laderaum ist ganz interessant. Der soll das ruhig verkaufen. So, da nach hinten geht's. Das ist okay. Hier zwischendurch. Hier sind entsprechende Satelliten und so. Das ist auch okay. Da sitzt die Sonne mittendrin. Guck mal, dass ich hier irgendwie was dann einsammeln kann. Wird auch schon schwierig. Machen wir den Autopiloten aus. Und fliegt manuell dahin, sonst bremst der uns hier gleich wieder raus. Mal. Oh, das sieht hier natürlich auch ganz lukrativ aus. Oh, zivil aufstellen Ressourcen. Okay. Das war's anscheinend. Super. Oh, perfekt. Wir haben also Geld bekommen, wir haben die Mission erfüllt. Alle Handelsaufträge fertiggestellt. Okay. Da müssen wir jetzt unserem Geier nur noch sagen, was er als nächstes tun soll. Wir können ihm anscheinend auch mehrere Aufträge geben. Mal gucken, hier auf 17. Dann handeln mit. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Soll hier die Medikamente wegbringen. Hier jetzt 15. 15 sind. Sind hier noch 5? Ort. Okay. Handeln. Medikamente auch weg. Bestätigen. Hier haben wir anscheinend auch noch einen mit 15, ja. Handeln mit. Ja, schon auf dem Weg hin. Okay, das lassen wir ihn das jetzt erstmal tun. Dann ist der erstmal ruhig. Fliege zu drei Einigkeit. Achso, das war hier einfach unsere Markierung. So, das sieht doch schon mal super aus. Dann würde ich aber gerne mal hier unten ein bisschen noch was sehen. Oder wir schicken da unseren Erkunder hin. Muss eigentlich nicht sein. Das können wir auch mal selber machen. Autopilot eingeschaltet. Schauen wir mal, wo sind wir gerade? Dort. Diese
zeigt denn mir jetzt hier eigentlich nicht mehr ordentlich die Routen an? Nervt mich auch gerade ein bisschen. Ich kriege hier keine ordentliche Anzeige der Routen mehr. Aber na gut. So, weiter geht's. Wie sieht's bei unserem Geld aus? Achso, und sehen wir hier eigentlich irgendwo Kristalle? Ich nicht. Der. Wir müssen da mal ein bisschen mehr drauf achten, wenn wir durch Asteroidenteile fliegen, wir irgendwo Kristalle sehen. Kann man ja bestimmt auch irgendwie erscannen oder so. Was habe ich eigentlich für einen Langstreckenscanner in unserem Flieger? Ne? Informationen. Ausrüstung, Software. Langstreckenscanner MK2. Okay. Datentresor, stopp. Autopilot ausgeschaltet. Tresor. Was ist denn Datentresor? Ich kann ihn auf jeden Fall nicht anklicken. Okay. Ein Datentresor, den ich anscheinend nicht... Mit dem kann ich nichts machen. Ich kann ihn nicht anklicken, gar nichts. Na gut. Okay, dann... Autopilot eingeschaltet. Fliegen wir einfach mal weiter. Autopilot. Okay. Da unten sitzt diese Sonde, das ist okay. Super, da oben sitzt auch eine, auch okay. Da oben gibt es aber nur Eis, ja? Okay. Ressourcensonden sollten wir vielleicht dann auch öfter mal setzen, weil wir die ja später für den Schürfer brauchen. Wenn ich aber mich recht erinnere, braucht der jetzt auch nicht unglaublich viel. Also kostet der nicht unglaublich viel. Das heißt, das könnten wir eigentlich schon machen. So, hier oben ist der Kollege unterwegs. Der hat ja hier mehrere Sachen gerade zu tun. Mal. Was ist hier aus? Achso, soll ich das vielleicht anschalten? Fermente. Da hinten gibt es noch richtig was zu holen, ja? Okay. Bestätigen. Soll er dann als nächstes hinfliegen? Und dann vielleicht hier an den Raumpier handeln mit. So. Dann hat er erstmal zu tun, unser kleiner Frachter. Das ist natürlich auch ganz interessant. Wenn wir also was sehr billig finden, können wir die Aufträge ihm nacheinander geben. Weil die anscheinend reserviert werden, wenn ich das richtig verstehe. Also, ja, das ist so eine Art Reservierung. Erreiche System. Evas Zwilling. Ah, okay. Hier sind wir anscheinend richtig. Autopilot ausgeschaltet. Hier hängt übrigens ein Konstruktionsschiff rum. Auch interessant. Das heißt, eigentlich könnte ich hier mal einen Satellit absetzen. Das soll man an den Toren ja eh machen. Halt dann die Frage wäre, ob ich das nicht lieber da oben irgendwo hinsetze. Fliegen wir einfach mal ein Stück hier lang. Setzen vielleicht hier irgendwo einen Satelliten dazwischen. Vielleicht da. Oh, einmal reindrehen. Oh, okay, jetzt sind wir dran. Ja, hier ist eigentlich ganz gut. Aufstellen. Normalen Satelliten. Gucken wir mal, was deckt der hier ab. Relativ viel, das ist gut. Kontostand, Zahlung erhalten. Okay. Gut, wir haben ein bisschen Geld verdient, auch gut. Jetzt würden wir hier einfach mal weiterfliegen. Da vorne war ja... das T
Thema Autobahn, glaube ich. Da war eine, ne? Genau, dann fliegen wir mal durch den Sektor durch. Doch erstmal gut auf. Eieiei, so viel zu erkunden. Wir könnten natürlich auch hier hinten, glaube ich, einfach mal das Leitsystem hinsetzen. Was er dann macht. Autopilot eingeschaltet. Anscheinend drüber hinausschießen. Autopilot ausgeschaltet. Ja, ich wollte nicht Autopilot den Autopilot ausschalten. Eingeschaltet. So. Ah, okay, der will hier dran vorbeifliegen. Autopilot macht natürlich wenig Sinn. Wieso will er das? Gibt's doch entsprechend einen Beschleuniger oder eine Autobahn oder was auch immer. So. Okay, müssen wir da nochmal rein. So, jetzt sind wir drin. Und erkunden hiermit gleich die gesamte Strecke. Warum ist unser Schild runter? Sind wir irgendwo gegengeditscht? Ich weiß es nicht genau. Jetzt ist es wieder da. Alles gut. Hier gibt es anscheinend eine Handelsstation. Ist ja auch schon mal gut. Okay. Dann, wo müssen wir denn hin? Ich würde sagen, wir markieren uns mal da irgendwo. Aus hier. Autopilot. Schalt den Autopilot ein und dann gucken wir erstmal kurz nach unserem Lehrer. Der ist da irgendwo. Achso, der ist hier in der Station jetzt drin, ne? Genau. Der hat hier jetzt erstmal alles erkundet. Mal, ob wir dem eine Information geben können. Wenn du nichts zu tun hast, mache immer noch nicht. Handeln mit. Waren transportieren, Bergbau, handeln für, beschützen Docke an. Bringt uns noch nicht so viel. Dann schicken wir den mal wieder irgendwo hin. Hier so in die Region, wo er wirklich ein bisschen was zu tun hat. Und sagen, erkunde mal hier. Mal da. Da. Dann fliegst du bitte da hoch. So. Das sieht doch mal ganz gut aus. Und dann soll er mal hier unten erkunden. So. Lassen ihn hier einmal rumfliegen. Dann hat er aber erstmal ein bisschen was zu tun. Genau, macht sich von hier jetzt auf den Weg, ne? Genau. Wunderbar. Wir müssen allerdings jetzt mal den Autopiloten ausschalten. Ausgeschaltet. Und ich werde da mal einen Satellit hinsetzen, wenn es klappt. Könnte reichen. Schade, dass man das vorher nicht sieht. Gibt es bestimmt auch eine Funktion für. Ups. Ziel. Satellit. Gucken wir mal. Okay, wir müssen noch ein Stück da lang. Leitsystem aktivieren. So. Aufstellen. Satellit. So, der sieht doch schon besser aus, oder? Der sollte das abdecken und die anderen beiden auch noch. Müssen wir den allerdings wieder einsammeln. Meine Güte, ich freue mich, mach drei Kreuze, wenn wir irgendwann mal so viel Geld haben, dass wir das nicht dauernd machen müssen, sondern einfach Satelliten hintereinander klatschen oder so. So, der drüben hat jetzt, ist jetzt auch mit dem Handeln durch, das ist gut. So, jetzt müssen wir dem Satelliten nur sagen, dass er sich mal deaktivieren soll. Genau, und dann können wir ihn einsammeln, richtig? Ja. Zack. Okay. Super, der bringt uns aber hier die Sachen näher. Hier gibt es einen Superhighway nach da oben. Hier gibt es noch Satellitenreparaturarbeiten. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Das ist doch super. So, hätte ich jetzt nicht das Leitsystem aktivieren brauchen. Weil ich den ja eh reparieren muss. Das muss ich wahrscheinlich dann über
das klassische Thema Aussteigen und Reparieren machen. Aber gut, das kriegen wir ja hin. Schön, dass hier eine Handelsstation noch um die Ecke ist. Bergungsauftrag, was? Finde Sicherheitscontainer. Also mit den Sicherheitscontainern habe ich mich ja bis jetzt immer sehr schwer getan. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir hier eher Satelliten reparieren. Okay, unter uns ist ja eigentlich nicht schlecht. So. Doch gut aus. Aufstehen. Bitte einmal, lass mich mal aussteigen und mach hier nicht so ein, eine Krise. Ah, okay. Da, ist gut. Nicht so weit weg, okay. Können wir mal ranboosten. Wir wollten umschalten auf den Reparaturlaser, nicht, dass wir ihn kaputt machen. Zurück können wir uns ja immerhin teleportieren. Macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. 20 Meter. Sollte reichen. Wunderbar, fertig. Und haben dafür sogar ansprechend viel Geld bekommen. Ich will mal gucken, der gehört ja anscheinend nicht zu uns hier, der Satellit, ne? Okay. Schade, hätte ja sein können, dass wir den jetzt zufällig gewonnen haben. So. Mal bitte wieder rein. Teleportieren, wunderbar. Steh es bitte mal gleich auf. Lass mich hier wieder fliegen. Danke. Konstruktionsschiff Albatros, okay. Schauen wir nochmal, Bergungsauftrag, Verteidigungsmaßnahmen, Satellitenreparaturarbeiten. Das war ja auf jeden Fall gerade ganz lukrativ. Gucken wir mal. Ach, das ist sogar der gleiche. Aha, das ist ja cool. Also, programmiertechnisch und spieltechnisch jetzt natürlich nicht so cool. Aber für uns ist es gerade praktisch, weil wir nämlich jetzt einfach aussteigen können. Wenn die Mission danach nochmal da ist und nochmal der gleiche Satellit, ich glaube, dann fällt es unterschieden. Dann lassen wir es. Aber jetzt ist es, glaube ich, Zufall. Einfach nur ein Satellit, der sehr anfällig ist wahrscheinlich. Da ist er. So, wir boosten da mal ran. Ich hoffe, dass der Kollege Albatros, der da gerade an uns vorbeifliegt... Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Oh. Das ist schlecht. Müssen wir kurz erledigen. Ja, sagen wir jetzt mal, dass sie das machen soll. Wir müssen hier abbremsen. Und wir müssen ihn natürlich reparieren. So. Mission abgeschlossen. So, jetzt muss ich ganz schnell zurück ins Raumschiff. So, also. Raumschiff. F. Teleportieren. So, wir suchen jetzt unseren Gaia raus. Wo ist der Gaia? Da oben. Er wurde aufgefordert, die Fracht auszuwerfen. Okay, kann er die jetzt nicht einfach wieder einsammeln? Moment, wir probieren das mal aus. Alle Aufträge entfernen. Ja. Ah, okay. Dann nichtsdestotrotz, docke da mal an. Mal hier auf Info. Guck kurz. Haben hier immer noch ein paar Medikamente im Laderaum. Das heißt, ich würde jetzt erstmal dahin fliegen. Hallo! Ja, ja, hallo. So, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir da hinkommen. Wo hängt der rum da oben? Das heißt, wir fliegen. Heizsystem. Dahin. Autopilot eingeschaltet. Hier aus Reisetriebwerk an, genau. So. Dann gehen wir auf den Kollegen hier. Schauen mal genau, ob der jetzt hier wirklich was einsammeln kann. Sieht nämlich nicht so aus, dass der alles mitnehmen kann. Können wir nämlich eigentlich wieder die Medikamente einsammeln. Nachdem er angedockt hat. Vielleicht sogar bevor er angedockt hat. Mal so andocken. Lassen wir ihn doch gleich einsammeln. Hat ja nämlich gar nicht so viel Fracht verloren. Ist das richtig, sehr? Ich hoffe nur, dass er da nicht angegriffen wird.
würde hier auf jeden Fall mal empfehlen, abzuspeichern. Und ich würde es ja eigentlich gern als Cliffhanger für die nächste Folge machen, aber ich glaube, dann vergesse ich das, das beim nächsten Mal dort gleich reinzuschauen, wenn ich neu starte. Und dann haben wir wahrscheinlich hier ein Problem. Ist hier noch irgendeiner dran? Nee. Welche von den beiden liegt denn vor? Die eine liegt vor der anderen Fracht. Machen wir jetzt mal kurz alle Aufträge entfernen. Sagen hier als erstes die. Und dann war schwer zu erkennen. Okay. Ging auf jeden Fall jetzt hier lang, haben Sachen. Da hinten liegt der Satellit, der die Station hier abdeckt. Das gefällt mir auch ganz gut. Wir sind eh dahin auf dem Weg. Aber beschützen können wir natürlich so auch nicht gut. Wir haben übrigens schon lange nicht mehr geforscht. Eine gute Wahl. Ich werde sofort beginnen. Haben das eigentlich sogar schon erforscht. Das ist ein bisschen lustig. Aber ich glaube, immer wenn wir neu laden, ist es wieder weg. Erreiche System 3 Einigkeit. So, okay. Das funktioniert hier immerhin. Wir sind jetzt auf dem Weg. Und der hier sammelt jetzt gerade ein, ja? Nicht den entfernter. Ich Außenansicht geht nicht, weil zu weit entfernt. Okay. Gott, ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass er das tut. Weil ich würde ihn natürlich dabei beschützen. Oder gibt es jetzt hier Probleme, weil er es nicht einsammeln darf, weil es nicht mehr uns gehört? Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Aber eigentlich die Medikamente eingesammelt, oder? Sieht so aus. Guck mal hier rein. Da wieder relativ viele. Okay, dann sage ich ihm mal, verkauf die. Und es hier wieder einstellen. Waren Verkauf. Ja, 3. Hier nicht wirklich Sachen offen, ne? Mit. Ihr braucht, der braucht jetzt gar keine mehr. Das ist doch auch irgendwie lustig. Erreiche System. Autopilot ausgeschaltet. Kann doch nicht sein, oder? Medikamente Einkauf. Medikamente Einkauf wäre noch hier unten, ja? 115 hier anscheinend. Den mal dahin. So, dann hat er die jetzt auf jeden Fall. Hat die Frage, ob wir den dann irgendwie verteidigen. Bergungsauftrag. Haben wir jetzt noch einen Auftrag offen? Ich glaube nicht. Gut, okay, also wir düsen hier mal kurz raus. So, hier können wir abspeichern und für heute war es das dann erstmal, also für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder und ich bin gespannt, ob unser Frachter dann, der jetzt hier mit uns unterwegs ist. Lustig, dass der hier jetzt nichts verkaufen kann. Vielleicht, weil wir den allen was versprochen haben oder so? Ich weiß es nicht. So, wir fliegen dann vielleicht dahin danach. Autopilot. Genau. Eingeschaltet. Ist erstmal aktiviert. Sehen uns aber, wie versprochen, in der nächsten Folge bei X4 Foundations. Bis dann. Macht's gut.